Hallo, gerade treffen sich die Fridays for Future in Köln zum letzten Mal zur klassischen Freitags-Morgens-Demo. Ich bin nicht dabei, weil, ja, wie gesagt, das Thema ist die Menschheit zu dumm für ihr Schicksal. Also wir haben ja hier das Phänomen, ja, in Deutschland, wir haben es ja bei 80 Millionen Bürgern damit zu tun, dass mittlerweile 79 Millionen Menschen denken, sie seien alle Genies, sie wüssten schon alles. Und auch bei der Fridays for Future Bewegung sind ganz viele in den Orga-Teams, die sozusagen hier denken, sie gehören hier in diesen Bereich der klügsten Menschen sozusagen rein. Sie wissen alles, obwohl sie noch überhaupt nichts gelernt haben und von gar nichts wissen. Je geringer das Wissen, desto größer die Überzeugung, man weiß alles und man kann alles beurteilen und will natürlich nicht mehr von den besten Wissenschaftlern, den zweiten Scientists for Future 2, den neuen Galileis lernen, denn man weiß ja, wie alles geht und wie alles funktioniert. Ursula von der Leyen macht jetzt ja schon wenigstens mal das Schauspiel, einen Vorstoß zu machen in Europa und von allen Seiten kommt, das ist uns zu teuer, da gehen wir finanziell nicht mit und so weiter. Ja, und die Scientists for Future 2. Na gut, komme ich gleich dazu. Aber das Phänomen ist wirklich, dass die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus, den Menschen beigebracht hat, ihr seid alle gleich, ihr seid alle Genies. Ich erinnere mich da an die SPD, ja, sozusagen, ihr seid alle Genies. Ihr habt alle riesige Gehirne, es gibt keine Unterschiede. Ihr seid zwar, der eine von euch ist 1,40 Meter groß und der andere ist 2,40 Meter groß. Alles ist unterschiedlich in der Natur und alles ist unterschiedlich. Der eine hat blaue Augen, der andere braune Augen, der eine hat einen breiten Körperbau, der andere einen schmalen Körperbau. Alles ist unterschiedlich, aber nein, ihr seid alle Genies. Ja, und dann kommt die PISA-Studie und sagt, nee, die Deutschen sind richtig dumm. Ne? Die werden immer dümmer, die fallen immer mehr ab. Ja? Wir haben in die Menschheit hat innerhalb der letzten 40.000 Jahre 150 Milliliter Gehirnsubstanz verloren. Tut das mal, man nimmt man Glas und tut mal 150 Milliliter rein. Genauso viel Intelligenz ist uns in den letzten 40.000 Jahren durch die soziale Marktwirtschaft, durch den Kapitalismus, der ja schon 400.000 Jahre alt ist, verloren gegangen. Und die Menschen, und man sieht, 79 Millionen von 80 Millionen denken, oh, ich bin der Klügste, ich weiß alles, ich brauche nichts mehr dazu zu lernen, ich bewege mich nur noch, ich rufe nur noch die Videos auf und lese nur noch die Bücher, wo der Autor genauso dumm ist wie ich selber und genau, ah ja, nee, genau, nicht genauso dumm ist wie ich selber, sondern genauso genial ist wie ich selber und der genauso wie ich die gleiche falsche Weltsicht hat und in dieser Filterblase bewege ich mich und so weiter. Und so haben wir haben also im Kapitalismus haben wir so diese Erhöhung des Kindes, also dass auch die Eltern, ja, Kind, du bist schön und gut. Ja, wenn die Eltern 10 Kinder haben, dann wird von selbst klar, das eine ist strunzdumm, das andere ist mitteldumm, das andere ist etwas überdurchschnittlich und das andere ist sehr überdurchschnittlich und das andere ist ganz intelligent. Wobei es natürlich in einer Familie selten diese ganze Streubreite über die gesamte Normalverteilung gibt, sozusagen. Sagen, sondern natürlich eben aber sozusagen in kleinen Rahmen eben die Streuung meistens stattfindet.
Na gut, also das heißt, wir laufen auf eine Wand von 79 Genies, eingebildeten größenwahnsinnigen Genies, die also aus ihrem Größenwahnsinn heraus nicht mehr kooperieren können. Der Mensch verliert seine Kooperationsfähigkeit im Kapitalismus. Die deutsche Wirtschaft lässt nach, denn all diese PISA-mäßigen, verdummten deutschen Schüler sollen ja dann sozusagen Innovationen in der Wirtschaft demnächst machen, und das können sie nicht. Dazu sind sie schlicht und einfach zu dumm. Europa ist wohl in einem Sterbeprozess begriffen. In China ist man nicht so unfähig, dort irgendwie unterscheidet man wahrscheinlich radikaler zwischen dumm und weniger dumm und gibt den Leuten auch die Rückmeldung, damit sie wissen, wo sie stehen und dass sie eben nicht alle Genies sind. Und dadurch kommt es wahrscheinlich zu einer effizienteren Wirtschaft und effizienteren Vorgehen. Und USA und China, ja, die werden uns und Asien und so weiter werden uns ja laut Professor Hans-Werner Sinn, dem bekanntesten oder berühmtesten Volkswirt der klassischen Volkswirtschaftslehre, die ja zwar veraltet ist, aber er sagt, Europa ist ja wohl auf dem absteigenden Ast und wird es wohl nicht packen, ne? Und wird wohl in der Evolution aussterben. Ja, nächster Punkt ist hier dann, ja, gerade wie gesagt, die Fridays for Future streiken zum letzten Freitagsstreik in Köln und sind zu dämlich zu sehen hier, dass sie mit 900 Milliarden fürs Klima allein in Deutschland die Scientists for Future 2, die zweiten Scientists for Future 2 erwirtschaften könnten für sie, dass sie die nicht abholen. Ja, so ist also sozusagen dumm geht die Welt zugrunde. Ja, das ist einfach der Punkt. Dann haben wir hier, ach so, ich fange mal, hier das Phänomen, also dass sozusagen die echte Wissenschaftler und echte Genies lernen immer von den anderen Genies. Ja, wir haben also gelernt von Kopernikus, Kepler, Galilei, von Newton, dann von Mendel, von Wallace und von Darwin und haben dann begriffen, wie die Welt funktioniert, wie das Leben funktioniert. Aber nein, die ganzen Genies bei Fridays for Future, all diese Größenwahnsinnigen, die wissen ja, wie die Welt ist und die brauchen keine Hilfe. Und sie machen das mit den anderen Genies aus der Politik, die all die Probleme erzeugt haben, mit denen machen sie das ab. Und das wird ja das Problem lösen. Na gut, das ist also traurig hoch 10, ja, die Menschheit. Hier ich bin jetzt gerade auf der Homepage, also hier unten in der Infobox, der erste Link führt ja auf diese Homepage, und hier eben dieses naturwissenschaftliche Endergebnis zur Menschheitsfrage, die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre NVWL. Das ist das, was die jungen Leute studieren müssten. Wenn sie die Welt verändern müssten, sollten sie wissen, wie die Welt funktioniert. Aber das wollen sie nicht. Sie wollen einfach nur ihren Größenwahnsinn, dass sie wüssten, wie die Welt ist, nur ausagieren. Und jetzt fangen sie wahrscheinlich an mit irgendwelchen Verkehrsblockaden. Haben das ja für heute auch schon wieder angekündigt. Mit irgendwelchen Straftaten zu versuchen, antidemokratisch vorzugehen und so weiter. Anstatt sozusagen selber zu studieren und dann den Rest der Bevölkerung aufzuklären. Und wir hätten in 3 Wochen hätten wir die erste Reform und den ersten Schritt weg vom Kapitalismus, von der sozialen Marktwirtschaft, und könnten Schritt für Schritt den Kapitalismus innerhalb kürzester Zeit aufbauen. Aber nein, Größenwahnsinnige wollen sowas nicht, sondern die wissen ja, wie es geht, ne? Die wissen ja alles, ne? Zur naturwissenschaftlichen Beweisführung anhand des Naturgesetzes von Mutation und Selektion. Das ist das Traurige, dass natürlich Kopernikus und Kepler, ja, hier
Kopernikus, Kepler, das war alles sehr relativ einfach noch. Darwin ist nun mal richtig schwierig. Also das ist leider das Dilemma, dass man da wirklich denken können muss. Und ein immer kleiner werdendes Gehirn im Kapitalismus sozusagen tut sich natürlich schwer, das zu verstehen. Also offensichtlich die Intelligenz bei Fridays for Future reicht ja noch nicht mal aus, das richtig zu lesen hier. Und mal zu lernen, wie der Kapitalismus überhaupt funktioniert. Man bezieht sich auf einen, ja, geistig Behinderten, Karl Marx, den man allerdings nicht vorwerfen kann. Als Karl Marx sozusagen, als Karl Marx seine Beschönigung des Kapitalismus geschrieben hat, also seine Verharmlosung des Kapitalismus und seine Untertreibung der Probleme des Kapitalismus geschrieben hat, da gab es Darwin noch nicht, weil Darwin zwar zu der Zeit schon gewusst hat, wie die Evolution verläuft, aber noch nicht getraut hat, das zu veröffentlichen und erst 1859 getraut hat, sein erstes Buch zu veröffentlichen. Und Alfred Russel Wallace eben signalisiert hat, dass er es auch schon gewusst hat, wie die Evolution des Lebendigen verläuft. Und da kann man Karl Marx sagen, okay, er hat wenigstens Darwin nicht ignoriert. Er ist also in dem Sinne kein Kreationist, dass er also Darwin ignoriert. Nein, aber Darwin ist halt schwierig und Evolutionsbiologie ist schwierig. Also das heißt, unser Leben funktioniert nach einem komplizierten Mechanismus von Mutation und Selektion und wenn man den nicht versteht, kann man die Welt nicht positiv beeinflussen. Ja gut, aber die Genies und all diese Größenwahnsinnigen, jeder weiß alles, wissen das ja alles, also brauchen das ja natürlich nicht. So, hier nochmal zur Erinnerung, also wenn man den Kapitalismus beenden will, lautet der erste Schritt Einführung von Wohlfühlnoten und die Berücksichtigung der Gesundheitskostendaten sozusagen jedes Menschen, damit die Wirtschaft endlich dem Menschen dient und nicht mehr der Mensch der Sklave der Wirtschaft ist sozusagen. Und zwar der geschlachtete und verwurstete Sklave, denn die soziale Marktwirtschaft ist nun mal ein System, das notwendig, das ist evolutionsbiologisch bewiesen, über Leichen gehen muss. Und erst wenn wir die Wohlfühlnote und die Gesundheitskosten jedes Menschen zur Gewinnermittlungsgrundlage für jeden Menschen, der Wirtschaft betreibt in Deutschland machen, erst dann verabschieden wir uns mit dem ersten Schritt von der sozialen Marktwirtschaft, vom Kapitalismus und die Wirtschaft dient erstmals dem Menschen und nicht mehr der Mensch ist der Sklave, der geschlachtete Sklave eines Wirtschaftssystems, das über uns alle hinwegrollt und uns alle ideologisch zu Größenwahnsinnigen macht, die nicht mehr reflektieren können. Na, sozusagen, das ist das Ziel. Ja, dann geht es hier weiter. Ja, googeln, wenn man googelt, wie gesagt, in der Infobox, der erste Link führt direkt auf die Homepage und zu allem von den zweiten Scientists for Future 2. Man kann aber auch einfach googeln, zweites Scientists for Future 2 und hat dann auch alles dann. Ja, hier neu ist jetzt, dass die neuesten Videos jetzt, ja, die von befreundeten Kanälen von uns veröffentlicht werden und im Internet veröffentlicht werden, weil die eine bessere Reichweite als wir haben, dass die jetzt nicht mehr hier bei den Talks im Internet dazugefügt werden, sozusagen, sondern jetzt in der neuen Playlist eines befreundeten Kanales zu finden sind, sozusagen. Weil es technisch für den befreundeten YouTube-Kanal ist, sozusagen die Sachen hintereinander weg einfach nur noch zu veröffentlichen. Ja, und dann hier das Forum vom Weltrat der Weisen von den zweiten Scientists for Future 2.
hier, da, die Themen im Fridays for Future, Umfeld. Ach so, das findet man übrigens hier, wenn man hier drauf geht, Missverständnis, Annäherung, da kommt man, wenn man da draufklickt, kommt man also auch auf das Forum. Und eben da geht es im Fridays for Future Umfeld, Talks mit Anarchist, Antikapitalist und Sozialist und anderen Linken, Gesundheitstipps und Neues. Hier geht es also, ja, Dr. Jakob, Professor Michaela Döll, die wertvollsten Gesundheitstipps für die Menschheit. Denn wir werden ja natürlich auch da überall irregeführt von all diesen größenwahnsinnigen Genies, die angeblich wissen, wie es geht, die aber gar nicht wissen, wie gesunde Ernährung geht. Ja, die meisten Veganer ernähren sich so, dass sie auch eine ganz hohe Krebswahrscheinlichkeit haben und sich damit umbringen, ja, weil es eben in der sozialen Marktwirtschaft lauter Geschäftetreiber gibt, die ihnen vegane Ernährung verkaufen, wieder völlig unabhängig davon, ob sie davon krebskrank werden oder nicht und so weiter. Also ja, hier geht es darum, welche Wissenschaftler noch zu den besten 100 aus den letzten 1000 Jahren gezählt werden sollten. Wir haben noch 20 Plätze circa frei in der Liste der besten Denker der Menschheit, der klügsten der Menschheit. Ja, dann geht es hier um Gesundheitssport, sozusagen, was ja dann die Ärzte in ihren Gesundheitskommunen machen sollen. Und hier, was gibt es für Ansätze, Gemeinwohlökonomie, bedingungsloses Grundeinkommen, ja, diese ganzen anderen Konzepte, die alle sich nicht bewährt haben. Andreas Popp, ja gut, könnte man auch nochmal ein Video über dessen zentrale Denkfehler machen. So, genau, Gesundheitssport und so weiter. Pflegereform, ja, Krankschreibungspraxis und ihre Milliardenverluste für die Wirtschaft. Naja, also auf jeden Fall, da ist das Forum. Ja, also ich fasse zusammen. Traurigster Zustand. Der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft hat es geschafft, dass auch die Fridays for Future Bewegung sich in dem Größenwahn befindet. Alle Menschen sind Genies, alle sind superklug, alle wissen schon alles. Niemand braucht mehr was von was anderem zu lernen. Es reicht, wenn man sich in der Filterblase mit den Gleichgesinnten oder den Gleichdummen sozusagen umgibt und dann im eigenen Saft sozusagen die gleichen wahnsinnigen Theorien und unrealistischen Theorien wälzt oder sich vielleicht sogar auf Karl Marx beruft, der wie gesagt eine völlige Verharmlosung des Kapitalismus dargestellt hat und natürlich auch keinerlei brauchbaren Lösungsweg und Ausstiegsweg aus dem Kapitalismus dargestellt hat und anderen Blödsinn sozusagen, veralteten Blödsinn, kennenlernen, anstatt sich mit richtiger Wissenschaft zu beschäftigen. Also sozusagen, man könnte sagen, die Fridays for Future Bewegung ist antiaufklärerisch und stellt sich gegen die Spitze der wissenschaftlichen Aufklärung und gegen die echte Wissenschaft. Ich habe ja ein großes Video darüber gemacht, dass der auch die Scientists for Future 1, die Scientists for Future 1, dass das ja nur 30.000 Wissenschaftler von 450.000 Wissenschaftlern sind, also möglicherweise die 5% dümmsten Wissenschaftler Deutschlands. Also auf jeden Fall mutet es so an. Mein Eindruck ist, es handelt sich um die inkompetentesten Wissenschaftler, denn ich habe noch nie so viel inkompetentes Zeug gehört wie von denen, die da dabei sind. Also man kann sagen, ja, eine größenwahnsinnige Bewegung aus unfähigen Pseudowissenschaftlern und unfähigen Schulkindern, die denken, sie seien die Größten. Und das ist so schade, weil wir diese Riesenchance hätten. Greta bräuchte nur einen Satz sagen: Lasst uns in Zukunft in jeder Talkshow nur noch diskutieren über den Ansatz der zweiten Scientists for
Future 2 und schon hätten wir innerhalb weniger Wochen hätten wir die erste Reform, würde von der Leyen und Merkel würden die erste Reform weg vom Kapitalismus, weg von der sozialen Marktwirtschaft zulassen, wo dann eben die Wohlfühlnoten der Bürger darüber bestimmen. Denn jeder, auch jeder Unternehmer, leidet doch auch darunter, dass unser gesamtes Wirtschaftssystem sich nicht an seinem Wohlfühlen orientiert und seiner Lebensqualität und seiner Gesundheit, sondern auch über seine eigene Gesundheit hinweg rollt. Ich will nur noch mal in Erinnerung bringen, dass die Unternehmen jedes Jahr 118 Milliarden Euro verlieren durch Krankschreibung im Unternehmen und durch Krankwerdung. Ja, also das heißt, also die Leute im Unternehmen werden doch auch und damit die Unternehmer auch werden doch geschädigt durch unser krankmachendes Gesellschaftssystem. Wir sind doch alle Opfer, gleichermaßen Opfer dieses wahnsinnigen Systems. Aber offensichtlich erzeugt dieses wahnsinnige System eben auch eben immer mehr Dummheit und immer mehr Größenwahn und gleichzeitige Dummheit. Das Gehirn wird immer kleiner, die toxische Vergiftung der Gehirne nimmt immer weiter zu, die Menschheit verblödet und glaubt aber, sie weiß alles und greift nicht mehr, ist nicht mehr in der Lage, von den besten Wissenschaftlern der Erde zu lernen, ist nicht mehr in der Lage, hier von Mendel, Wallace und Darwin zu lernen. Dazu ist die Menschheit zu blöd geworden. Und dadurch findet sie keinen Ausweg aus der Falle. Alles klar, tschüssi.